just black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wir machen heute weiter mit der 6. Folge von den Black Panthers in dem Karriere-Mode und sind angekommen in der 2. Liga, in der 2. Saison und sind da jetzt noch ganz am Anfang. Und da gucken wir mal, was alles möglich ist. Genügend Transferbudget haben wir auf jeden Fall, um uns zu verstärken, 5,35 Millionen. Vielleicht kommt das ein oder andere noch dazu mit dem Vorbereitungsturnier, was stattfindet. Und dann brauche ich, glaube ich, nicht lange rumzulabern. Gerne, wenn ihr Bock habt, ein Like dalassen, dann sehen es viel mehr Leute, und auch gerne den Kanal abonnieren. Und wenn ihr Bock habt, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Folgen. Und wir gehen rein und gucken mal, was wir am Kader ändern, wen wir auf die Transferliste setzen und welche Spieler wir holen, weil ihr habt da ein paar Sachen auch in die Kommentare geschrieben bei der letzten Folge. Erstmal danke dafür. So, dann haben wir erstmal die ganzen Verträge verlängert, waren schon einige dabei. Bei dreien hat es jetzt nicht geklappt. Das ist einmal Holzers, Kühn und einmal Köhler. Bei Köhler ist jetzt nicht so schlimm, hier sieht man es ja, unzureichendes Gehalt. Ich wollte ihn jetzt nicht, keine Ahnung, Holzer war ja schon, der war schon über bei 10k, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ich meine, der Mann ist 28 Jahre alt, auch er war über 10k drüber, für zweite Liga-Verhältnisse ein bisschen teuer auch für uns. Cool, das ist jetzt nicht so schlimm, und der Dude beendet sowieso seine Karriere, darum ist das nicht ganz so schlimm. Dann können wir gleich nochmal gucken, auch gleich mal um den Kader ums kümmern. Gut, Schneider bleibt auf jeden Fall unsere Nummer 1, außer er kommt jetzt ein gutes Angebot. Dann haben wir hier noch zwei weitere. Der geht sowieso, Falke. Dann haben wir hier noch zwei. Gut, okay. Er beendet sowieso seine Karriere. Und Stein ist im Moment da auch gut aufgehoben. 71 ist auf jeden Fall die Liga sehr stabil. Dann kommen wir zu den Innenverteidigern. Haben wir mal 4. Vitao, Holzer, Voigt und Schmidt. Die sind alle, also Vitao und Holzer sind natürlich im Moment klar gesetzt. Die anderen beiden, ja, sind halt komplette Backups. Da müssen wir mal gucken. Willi und Köhler, das sind die beiden Rechtsverteidiger. Mal gucken, also was wir natürlich. Jetzt kommen wir zur linken Seite. Da ist auf jeden Fall, da werden wir Lehmann auf die, wenn wir Lehmann auf jeden Fall weggeben. Der war zwar nicht ganz schlecht in der dritten Liga, aber ja, das ist halt nicht das, was man unbedingt will. Ich will mal gucken, wie Cardosa ist. Vielleicht wird es auch nochmal Hakim Traoré treffen. Wie gesagt, kommt drauf an, wen wir alles verkaufen. Dann kommen wir auf die Achterposition. Da, ja, ist es immer, das ist ja schwierig. Wie gesagt, das ist mit Abstand die schwächste Position bei uns von der Besetzung her nach dem rechten Mittelfeld. Vor dem rechten Mittelfeld ist es die Schwäche sogar. Simon ist einfach komplett noch nicht so weit, und darum möchte ich den auch erstmal nochmal verleihen. Und die beiden hier, die können auf jeden Fall bleiben. Müssen wir auf jeden Fall mal gucken, wer da dann am Ende nicht am Platz kommt. Einer reicht ja erstmal. Vielleicht können wir da uns auch einen freien Spieler holen. Wir gucken mal. Den Dude hier werde ich auf jeden Fall verkaufen. Dann haben wir hier noch Vogel und Schneider. Wenn da noch ein Rechtsmittelfeldspieler dazukommt, dann können wir da immer noch einen wie Vogel verleihen. Der war aber nicht so schlecht. Und so weit weg ist er jetzt auch nicht mehr von Schneider. Zum Sturm, da ist eigentlich relativ gut gemischt. Fernando halt und Kühn, die im Moment stürmen. Wie gesagt, Kühn müssen wir gucken, dass der Vertrag, wenn er den Vertrag nicht verlängert, müssen wir ihn auf jeden Fall verkaufen. Jäger ist noch dahinter. Und Siegmund würde ich halt nochmal, nee, eigentlich will ich den nicht ausleihen, eigentlich will ich den sogar verkaufen, weil ja, er immer noch auf der 59 ist, und ja, dann kann er auf jeden Fall weiter. Dann gucken wir mal auf die Transferzentrale, das sind die ganzen, die wir verkaufen wollen, 3 dabei und 2, die wir verleihen. Falke geht ja sowieso dann gleich weg, und dann habt ihr hier 2 neue Spieler,
die Fallout Bomb, Bier habe ich nicht gefunden. Messias, der auch in den Kommentaren stand, habe ich auch nicht gefunden. Also anscheinend ist der nicht im FIFA drinne. Warum auch immer, verstehe ich gar nicht. Ja, Makel wurde noch gefordert und was auch noch, ich soll ein bisschen mehr auf die Jugendarbeit gehen oder halt einen erfahrenen Spieler auf der 6 verpflichten. Dann habe ich mal auf der 6 ein paar aufgeschrieben. Überraschend hier auch ein Quendouzi, der auf der freien Spieler ist. Aber ja, wir haben da zum Beispiel einen Freuler, habe ich schon den freien Spieler geguckt, einen Freuler. Dann haben wir auch noch ein paar junge Spieler, wie jetzt hier Guedes, Marin. El Neni ist zum Beispiel auch auf der freien Spielerliste, wie gesagt, Guendouzi. Also da haben wir auch ein bisschen auch Rechtsmittelfeldspieler, zum Beispiel Emre Mor, kann, wer sich noch an den erinnern kann, Riesentalent bei BVB, hat es ja nie so wirklich geschafft. Und auch Martinez. Und das sind, also wie gesagt, da haben wir ein paar freien Spieler. Also einen freien Spieler würde ich sagen, kann ich mir holen, sonst wird es vielleicht ein bisschen unfair, vielleicht auch einen zweiten, mal gucken, wenn wirklich das Geld dann irgendwie nicht mehr ausreicht. Sonst haben wir ja noch genug Transferbudget. Bom ist übrigens noch einer, der kann auch noch ZDM spielen, also der wird auch eher da eingesetzt werden. Also gucken wir mal, die werden jetzt hier alle gescoutet. Und noch ein paar andere Spieler, die ich von den Scouts habe. Ja, Thema Jugendarbeit, wie gesagt, habe ich schon mal kurz angesprochen. Das wird schwierig. Das sage ich so, wie es ist. Ich meine, jetzt hier allein für die Trans. Perfekt, FIFA. Allein jetzt hier für die ganzen Ausgaben, Transfer. Für die Ausgaben von Budget und so weiter. Sieht man schon, wie viel da weggegangen ist. Schon über 1 Million. Also, nicht über 1 Million, aber schon ein paar tausend, die wir da hatten. Wir sind ja statt Budget 5,3. Verbleibendes Budget 4,8. Also da ist schon ein bisschen weg, was weggegangen. Und ja, da müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal gucken. Ich hoffe, wir kommen über das Torbereitungsturnier ein bisschen Geld da rein. Gucken wir mal. Und dann lassen wir erstmal die Spieler scouten. Das erste Vorbereitungsspiel steht an und wir müssen gegen den FC Genua ran und wir verlieren deutlich 3:0 gegen die. Also das war, ist auf jeden Fall schon mal eine richtige Abreibung gewesen, die wir hier kassieren. Und das schmälert so ein bisschen die Hoffnung, dass wir doch irgendwie weiterkommen in diesen Cup. Das Spezia hat auch verloren. Und schon zwei Anfragen für Fernando. Einmal von Club Atletico Lanús und von Monterrey. Gehen wir mal rein in die Verhandlungen. So, aber Lanús ist nicht bereit, das gewünschte Geld hinzunehmen. 19 Millionen habe ich gefordert. Mal gucken, ob Monterrey denn bereit ist. Die bieten schon 15 Millionen für den Mann. Und bei 19 Millionen sagen sie ja, Monterrey schlägt bei Fernando zu. Das wäre schon ein ganz, ganz krasser Transfer. 19 Millionen. Der Mann hat noch 4 Jahre Vertrag. 74er Gesamtstärke. Also das wäre schon ein sehr krasses Ding, wenn der uns verlassen würde. Und jetzt ist es amtlich. Wir verkaufen Fernando an Monterrey für 19 Millionen und kriegen dafür 14 Millionen Aufstockung. Das heißt, wir brauchen einen neuen Stürmer. Darum kommen wir auf jeden Fall nicht rum. Was haben wir denn so auf der Liste? Muss jetzt auf jeden Fall erstmal geguckt werden. Lassina Traoré, jo, der wäre schon sehr teuer. Ja, muss ich mir mal erstmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen und dann gucken wir mal, was wir uns da holen können als Ersatz für Fernando. Wir holen uns direkt unseren ersten Neuzugang. Wir einigen uns mit Matteo Guendouzi. Der Mann ist ablösefrei. Ich konnte jetzt nicht sagen, er kassiert so viel Geld. Der Mann ist 23 Millionen wert, ist 23 Jahre alt.
hat eine 79, der boostet uns sowas von nach oben. Natürlich sehr viel Gehalt kassiert er. Aber ist auf jeden Fall perfekter, perfekter Mann jetzt für unsere Achterposition. Der Mann kann das auch. Trainieren ihn natürlich noch um, damit das dann natürlich super läuft. Aber das war natürlich, also das musste ich dann machen. Nach dem Transfer, Fernando, er hat jetzt auch nicht viel gekostet. Ich guck mal, wie lange es dauert. 2 Wochen sogar nur, perfekt. Kriegt die Nummer 18. Wir haben sogar noch ein Büro. Kriegen, ja, wir haben sogar noch ein Ziel erfüllt. Apropos Ziele, können wir gleich mal durchgehen. Eins haben wir ja schon erfüllt. Da müssen wir Nachwuchsabteilung ein bisschen was machen. Das Ziel ist aber ein Mittelfeldplatz. Und das ist auch so mein Ziel, dass wir uns echt von dem Abstieg fernhalten. Und mit, ich glaube, Matteo Guendouzi, das ist schon mal ein erster Schritt in die Richtung, dass wir uns so ein bisschen vom Abstieg fernhalten. Jetzt haben wir natürlich noch so circa 18 Millionen für einen neuen Stürmer und einen rechten Mittelfeldspieler. Ja, und den sollten wir vielleicht sogar schon vor La Spezia fix machen, weil ja, sonst könnte es nämlich eng werden mit dem Weiterkommen. Es ist noch theoretisch möglich, weil Salernitana, die spielen gegen den FC Genua. Also wenn Genua verliert, wir schlagen La Spezia, dann wäre das möglich. Mal gucken, ob es dazu kommt oder nicht. Im Vorbereitungsturnier verlieren wir wirklich jedes einzelne Spiel, gehen mit 0 Punkten raus. Dadurch ist La Spezia sogar noch weitergekommen. Salernitana ist sogar rausgeflogen. Ja, also ein bisschen sehr, sehr, sehr bitter, aber gut, wir wären auch so nicht weitergekommen, weil sonst hätten wir nämlich nur 3 Punkte gehabt und das hätte am Ende nicht gereicht. Aber gut, so haben wir nur ein bisschen Gehalt dazu bekommen. Aber wie gesagt, der Rest wird jetzt nachgeschaut. Wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, im Sturm nachlegen und auf der rechten Seite. Und da ist unser nächster Neuzugang. Wir einigen uns mit Johnny Burkhardt. Und er hat eine 74, kostet, hat nur 7,5 Millionen gekostet, 2 Millionen unter seinem Marktwert. Ja, und der Mann soll jetzt für uns in der zweiten Liga die Tore schießen und ist der Ersatz für Fernando. Hat auch eine 74, also da verschlechtern wir uns in dem Fall überhaupt nicht. Und ja, der kriegt natürlich auch gleich einen Entwicklungsplan rein, weil er ist nicht der Schnellste. Es war jetzt die Auswahl zwischen ihm oder Ragnar Ache. Er hat natürlich, glaube ich, einfach das bessere Tempo. Und ich hätte gerne halt einfach einen starken Konterspieler auch in der zweiten Liga. So, und dann haben wir unseren neuen Neuner. Also wir starten hier schon mal richtig gut rein. Also zwei Neuzugänge mit Guendouzi und Burkhardt. Und hier präsentiere ich unseren neuen rechten Mittelfeldspieler. Aber der Transferwert ist zwar getroppt auf 7 Millionen, aber 9 Millionen haben wir für ihn ausgegeben. Noah Okafor kommt und schließt sich den Black Panthers an und ist jetzt unser neuer rechts Mittelfeldspieler. Also wir haben da jetzt sehr viel Geld in diese Spieler
reingelegt, dass die bei uns jetzt spielen und haben jetzt so gut wie kein Budget mehr übrig. Also wir haben jetzt bis alles auf den letzten Cent ausgehauen. Aber ich finde, die Mannschaft hat sich auf jeden Fall verstärkt. Nur Linksbill ist jetzt Linker und ZM. Das sind also die Probleme hinten rechts. Aber das sollte eigentlich jetzt nicht so ein großes Problem sein. Und Okafor ist natürlich auch noch ein Spieler, der richtig schnell ist. Also eine sehr, sehr gute Verpflichtung aus meiner Sicht. Und ihr habt ihn ja euch ja sowieso gewünscht, dass ich ihn mir hole. Und jetzt, wenn das Geld schon da ist, dann können wir den guten Okafor auch bei uns jetzt begrüßen. Schnell genug ist er im Moment. Ich mache jetzt mal was, da so ein bisschen abschlussstärker vielleicht ist. Und dann simulieren wir mal in Richtung ersten Spieltag weiter. Schade, dass es bei dem Faltor nicht im Spiel drin ist, aber ist natürlich auch so trotzdem sehr geil, gegen Menschen zu spielen. Gegen ehemaligen Bundesligisten, darf man auch nicht vergessen. Ist zwar schon, naja, ja doch, ist schon ein bisschen länger her jetzt, aber nicht, aber die 2 Jahre in der Bundesliga gehalten. Davor waren sie eigentlich richtiges Stammmitglied, gegen die sich da jetzt hinzustellen mit der neuen Mannschaft, mit Johnny Burkhardt, mit Noah Okafor und auch natürlich Matteo Guendouzi. Das ist natürlich jetzt natürlich das Ziel, das Ding zu gewinnen. Und auf die Darmstädter Aufstellung. Wir spielen auch ein 4-4-2, aber mit 2 Sechsern. Leute auf der Bank, die einiges können. Aslan sich gut, interessant. Und dann gucken wir uns aufstellen. Schneider wie immer, dann die Viererkette. Jetzt bin ich auch sehr gespannt auf Cardoza. Ja, ja, ich schon fast vergessen. Cardoza natürlich auch. Der ist ja heute auch auf dem Weg nach der Bank. Ja, haben wir auf jeden Fall auch noch genug, was wir nachlegen können mit Schneider, Traoré, Jäger, Langner, Vogt und Kühler. Also daran soll es nicht scheitern. Dann geht's rein in unsere erste Zweitliga-Partie gegen Darmstadt 98. Und so geht's torlos in die Halbzeit. Ja, ist nicht viel passiert. Darmstadt hat zweimal aufs Tor, also zweimal geschossen. Aber ja, nichts Gefährliches. Wir kommen gar nicht durch. Darmstadt stellt sich komplett hinten rein. Und dann ist da auch kaum eine Möglichkeit, sich irgendwie durchzuspielen. Auch nicht über die schnellen Spieler. Und jetzt hat Darmstadt die Chance. Aber was eine Parade von Schneider. Und darum ist der die Nummer 1. Und bleibt sie auch. Guendouzi, starker Ball für Cardoza. Cardoza. Gute Übersicht für Guendouzi, Latte, nochmal Guendouzi und dann hält Darmstadts Keeper, Riesenchance für uns in Führung zu gehen, nachdem Darmstadt einmal hinten offen war. Boah, was ein Fehler, was ein Fehler, Darmstadt und jetzt steht's 1-0. Tietz mit der Führung für die Darmstädter komplett, ja, ja, ich weiß, also was ist das denn? Also es ist ein richtiges FIFA-Tor, man will den Ball nach vorne spielen. Ja, dann steht halt, stehen 3 frei, Schneider kann halt nichts mehr machen. Und dann steht's. Ja, wir müssen jetzt auch sehr offensiv spielen, was anders haben wir können jetzt auch nicht machen. Und der geht rüber! Gute Möglichkeit für Jäger. Aber der geht halt drüber. Oh, wo köpft er den denn hin? Ja, das ist vorbei. Ja, wir verlieren 1-0 gegen Darmstadt. Ja, eine bittere Niederlage, weil wir nicht die schlechtere Mannschaft waren. Ja, einfach das nicht gut umgesetzt haben. Von den Neuzugängen, ja, war nicht viel zu sehen.
jetzt geht's. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ja, Burg hat noch nicht das überzeugen, aber ja, man hat es nie einfach. Ja, Okaf war auch nicht übertrieben stark. Ja, das dafür, dass er eigentlich über 90 Tempo hatte, war da nichts so. Vielen Dank. Ja, was das mit Kühn auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall hätten wir das Ding auf jeden Fall gewinnen können. Das ist auf jeden Fall möglich gewesen. Ja, so am Ende verlieren wir es halt. Kann man am Ende jetzt auch nichts machen. Wäre viel mehr drin gewesen. Transferangebot für Holzer. Aber ganz ehrlich, ich kann mir im Moment am liebsten jetzt einfach die abgeben, die wir auf der Transferliste haben. Den können wir uns zumindest einen besseren Jugend, in der Jugend ein bisschen verbessern. So, jetzt hatte ich komplett vergessen aufzunehmen. Ja, wir haben 3:3 unentschieden gespielt im zweiten Spieltag gegen den FC Nürnberg. Wir haben selbst also wir haben einfach schnell simuliert. Die Tore für uns haben Guendouzi, Cardoza und Stein gemacht. Also Guendouzi mit seinem ersten Treffer. Außerdem haben wir ein Leihangebot für Simon angenommen. Also mal gucken, ob das durchgeht. Zum Abschluss dieses Videos spielen wir noch ein Spiel, nämlich das Pokalspiel gegen Fürth. Zum allerersten Mal sind wir dabei im Pokal. Nach der dritten Liga haben wir keinen Pokal gespielt. Jetzt gleich erste Runde gegen Fürth. Gegen, ja, auch einen Zweitligisten. Fürth spielt nämlich, jetzt sind wir abgestiegen, ist jetzt auch bei uns in der Liga drinne. Das Ganze können wir ganz schnell überspringen und dann geht's rein ins Spiel und mal gucken, ob wir hier ein bisschen besser performen mit mehr machen als gegen Darmstadt. Cardoza 1:0 in der 12. Spielminute für die Black Panthers durch Cardoza, der warum auch immer keine Trikotnummer hat. Egal. Aber das ist super gespielt, einmal rum, aber sieht man auch mal wieder, wie tief der Computer immer drinne steht. Und das ist super rausgespielt und dann Cardoza mit dem 1:0 erster Pokaltreffer, nachdem er ja auch gegen Nürnberg getroffen hatte. Beim ersten Zweitligator macht er ja schon sein zweites Profitor. Das ist ein grober Schnitzer und ich habe keine Ahnung, wie Schneider den rausgeholt hat. Plötzlich steht einfach der Fürther frei, aber das ist natürlich eine sehr, sehr starke Parade von Schneider. Die Latte rettet und jetzt ist er drin. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich habe keine Ahnung, wie Fürth gleich aus. Hier irgendwie kriegen wir den Ball nicht raus, dann schießt einer drauf, dann ist es die Latte und dann ist eigentlich wie Tau vor ihm, geht aber irgendwie nicht ins Kopfballduell rein und dann gleicht halt Hirgota zum Ausgleich aus. Oh, das ist ein Traumpass, das ist halt ein Traumpass und jetzt steht 2:1 für Fürth. Das kannst du aber auch nicht verteidigen, das ist unmöglich. Hier, das ist ein Pass, der geht komplett durch die Abwehrkette, dann kannst du nur noch versuchen, den Keeper rauszuholen. Der hat natürlich keine Chance. Und Mancuso macht halt das 2:1. Also komplett keine Chance. Boah, der war wieder fast im Tor gewesen. Wieder rettet die Latte. Also wir haben jetzt gerade sehr viel Glück, dass wir überhaupt von dieser Partie drin sind. Cardoza und jetzt der Ausgleich aus dem Nichts. Aus dem Nichts macht Okafor den Ausgleich. Oh ja, nimm mal mit. Also, wenn er so frei steht,
Da macht er den natürlich, Cardoza mit der Flanke. Ja, Torhüter hat auch keinen Bock rauszugehen. Ja, und Okafor steht dann ganz, ganz alleine. Und ja, 2-2 Ausgleich. Also ein richtiges Hin und Her. Ja, und somit steht 2-2. Also ja, wir können uns ja bei der Latte und bei unserem Torhüter bedanken, dass es hier 2-2 steht. Fürth ist die klar bessere Mannschaft. Und da müssen wir auf jeden Fall sehr aufpassen, also weil die spielen das sehr schnörkellos durch bisher. Guendouzi! Nächste Möglichkeit für uns. Da zieht der Franzose mal ab, aber der dreht sich leider weg. Wird bei uns dreimal gewechselt. Cardoza, Kühn und Groß gehen raus, dafür kommen Langer, Traoré und Jäger. Bitte hab den, Dankeschön. Guter Ball, da ist Jäger zum ersten Mal und hier vergibt er auf. Nächste Chance für uns. Und der ist nicht drin, oh mein Gott, ich hab den drin gesehen. Wir gehen in die Verlängerung. Was ein Luck in der 90. Minute. Es bleibt beim 1, beim Unentschieden zur Halbzeit. Ah, ich könnte noch wechseln, so ist es nicht, aber Okafor ist noch nicht wirklich platt. Und jetzt kriegen wir das dritte, ja, war klar. War einfach klar, in dem Moment, wo Okafor den Ball nicht annehmen kann, ist das Spiel vorbei. Hier, was ist das denn? Also, kannst nichts machen, wenn der den so scheiße annimmt. Und da, ja, was hier ist, da ist das Nächste. Wir müssen jetzt voll offensive gehen, was anderes kannst du ja eigentlich nicht mehr machen, Digga. Ja, aber, ja, er ist Gegenteil. Fürth ist dadurch viel stärker geworden. Elfmeter! Elfmeter für uns! Und jetzt könnte Johnny Burkhardt es machen! Ja, er macht ihn! Es war mega knapp, aber 113. Der Ausgleich von Burkhardt per Elfmeter. Ach du Heilige, war der knapp geschossen. Viel besser gewesen, wenn es natürlich das 3-2 gewesen wäre. Ich glaube, das glaubt jeder, aber der war böse knapp, aber war zu fest geschossen von Johnny Burkhardt. Für Funke, der reckt sich, kommt aber nicht mehr dran. Wirklich. Ey Leute, das ist doch fake. Also was willst du denn dagegen tun? Was willst du dagegen tun? Der schießt, ich wette, der hat nicht mal annähernd 70 Schießen und der schießt den mit einem, was, wie, ich kann es nicht verstehen, Raketenschuss einfach in den Knick rein. Du kannst nichts tun hier. Fürth spielt sich da durch, das ist ja noch nicht mal schlimm, ja, und dann steht da eigentlich einer, ich warte und der schießt den da einfach hinten rein, was willst du da tun? Mein Leben, Abia, Junge, keine Ahnung, wer der Mann ist, der hat auf jeden Fall gerade den Sonntagsschuss seines Lebens rausgehauen. In der ersten Pokalrunde raus, was will man da erzählen, 4-3 sind, ja, prinzipiell jetzt nicht selber schuld, diese zwei Gegentore, die wir da als letztes kassieren, das ist halt kompletter Müll gewesen vom FIFA. Kannst du nix machen. Unmöglich daraus zu machen. 16. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Ja, bin da ein bisschen gut, falsche Antwort eigentlich gegeben. Auf jeden Fall hätten Vielen wir Dank da für heute mehr rausholen müssen als ja nur ein Unentschieden. Wir verleihen zumindest Simon wenigstens ein bisschen. Ja, hier Schmidt. Er hat da 61. Was erwartet er von mir, dass er spielt? Wir sind auf dem 11. Platz in der Tabelle. Ein Sonntagsschuss hat uns jetzt rausgehauen.
Schreibt gerne mal in die Kommentare. Also diese 4-4-2, was ich spiele, ne? Das ist so eine schlechte Formation, wirklich. Du kommst nicht durch. Da geht gar nichts, aber egal wie ich es drehe, es muss auf jeden Fall irgendwie besser werden. Also zweite Liga merkt man anderes Brot. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare rein, welchen Spieler wir uns verpflichten sollen. Ich gehe mal durch. Ihr könnt ja Pause drücken. Da ist der ein oder andere auch dabei, auch einer freien Spieler. Wenn ihr sagt, ich kann mir noch einen freien Spieler holen, schreibt auch gerne in die Kommentare rein. Gibt ja immer Leute, die sehr fleißig sind dabei. Ein paar Spieler werden ja noch gescoutet. Ja, also mal gucken. Vielleicht können wir dann auch einfach mit zwei Sechsern spielen. Das habe ich schon überlegt, ob wir dann Kroos einfach zum Sechser umformen und Guendouzi wieder zurück zum Sechser. Das sollte ja nicht so lange dauern. Dass wir dann eine 4-2-2 spielen, also mit halt den Flügeln halt hier. Einfach sagen, okay, er ist jetzt ein Sechser. Mal gucken, ja. Ja, irgendwie keine Ahnung. Wahrscheinlich war es das Auswechseln, aber ganz ehrlich, die Spieler waren platt. Ich habe eigentlich gehofft, dass da mehr kommt. Wir simulieren jetzt auf jeden Fall nochmal bis zum. Nächsten Spieltag. So, nächster Spieltag ist dann gegen Bielefeld. So, Ragnar Ache ist auch abgeschlossen. Na, 71. Ja. Den können wir uns auf jeden Fall nicht mehr leisten. Vielleicht wäre es auch die bessere Verpflichtung gewesen. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich aber Burkhardt ja dasselbe Ding. 14. in der Liga. Mal gucken. Nächstes Mal geht es ein bisschen mehr. Ja, zwei Niederlagen, ein Unentschieden. Das, ja, hoffen wir mal, dass es besser wird. Aber Bielefeld, ja, auch ein Bundesliga-Absteiger. Wir gucken mal. Wir sehen uns dann. In der nächsten Folge geht's weiter und bis dahin, tschüss.